Freunde, und ich begrüße euch auch dementsprechend zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal und gleichzeitig die Fortsetzung des vorherigen Projekts. Denn im Titel, wie ihr es auch schon lesen könnt, handelt es sich um Naruto Uzumaki Chronicles 2 oder wie es im Japanischen ausgesprochen wird, Naruto Konoha Spirits. Danke an der Stelle nochmal, Naruto, fürs Aussprechen. Und wie ihr auch richtig gehört habt, ne, wir spielen dieses Projekt in der japanischen Synchro so, wie es sich eigentlich gehört. Das in der englischen Synchro des ersten Teils war ja ein Ausnahmefall, weil es ja nur Englisch-only hatte. Aber hier hatte man endlich die Möglichkeit gehabt, es in die japanische Sprache umzuwechseln, na. So, erschienen ist dieses Spiel natürlich ein Jahr nach dem ersten Teil gewesen, only für PlayStation 2 und hat auch dementsprechend ein paar gute Improvements mitgebracht. Was im ersten Teil eigentlich wirklich stark gefehlt hatte. Aber das und vieles mehr werden wir im Laufe des Spielprozesses dann erfahren. Aber bevor wir gleich mit dem Spiel loslegen, noch eine kleine Info im Vorfeld. Ich hatte dieses Projekt vor circa 5 Jahren schon eigentlich mal Let's Played, aber wie bereits auch sogar schon im ersten Part des ersten Teils erwähnt, habe ich dieses Projekt privat gestellt und dementsprechend auch vorgenommen, dieses Projekt auch neu zu machen. Und der Tag ist ja auch heute gekommen und wir werden zusehen, dass wir den zweiten Teil diesmal ordentlich durchkommentieren und durch Let's Playen. So, dann würde ich nun sagen, dass wir jetzt endlich anfangen können.呪われし不屈の一族。時は来た。立ち上がる時が。 究極の力のためにね。 念珠を探せ。 5つの念珠が揃った時、 我が一族の悲願が叶う。 承知。
やっと任務完了だってばよ。早く帰ってラーメンでも。なんだ、向こうの方に誰かいる。くそ、この浜田か。お前、勘九郎じゃねえか。そんなに慌てて、どうしたんだってばよ。 てめえらの里がやばいんだよ。早く知らせねえと。コナーやばい。それどういうことだ。なんだお前ら。くそ、やっぱり追ってきやがったか。 So, und hiermit kann das Spiel losgehen, na? Anscheinend haben wir es hier mit irgendwelchen merkwürdigen Gestalten zu tun, die es auf Konoha abgesehen haben und Kankuro uns dementsprechend noch warnen wollte. Kankuro hatten wir im ersten Teil ja eigentlich nicht gesehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, er wird sogar ein spielbarer Charakter sein. Genau wie ein paar andere Charaktere, die jetzt hinzugefügt worden sind, sofern ihr auch alles schön im Opening angesehen habt. Und so weiter und so fort, ne? Dann folgen wir jetzt der Spur nach Konohagakure und schauen nach, ob das Dorf gerade sicher ist. So, erstmal schön schauen, ob ich mich wieder schön frei bewegen kann. Ja, alles schön und gut, ne? Und ihr merkt auf jeden Fall, ne, grafisch gesehen hat das Spiel, kann man sagen, ein Downgrade gekriegt oder eine Veränderung? Also ich bezeichne das erstmal als Veränderung, weil ich muss schon sagen, eigentlich sieht dieser Grafikstil eigentlich sogar etwas besser aus, ne? Und was man auch gesehen hat, ne, es wird jetzt natürlich alles schön beschrieben, dass wir uns unsere Doppelgänger als auch unsere Rasengan einsetzen können. Nicht Powerschlag, es heißt Rasengan. Meine Güte, aber zu dem Fakt kommen wir dann später nochmal. Und der Ladebalken unten drin ist weg. Also sprich, wir brauchen nicht mehr lange unsere Jutsus aufzuladen, sondern können sie viel, viel effektiver und schneller einsetzen. Was extrem praktisch ist. Und wir kriegen jetzt eigentlich gerade prinzipiell kein richtiges Tutorial, so wie im ersten Teil, wo wir die Grundlagen studieren mussten, sondern wir kriegen das hier sozusagen als wichtige Notes. Wie hier beispielsweise, ne? Drücke einmal X für einen Blitzsprung und halte X zum Springen. Also, das war ja damals im ersten Teil auch so, dass wir das sozusagen als Chip ausrüsten müssten für diesen Sprung hier. Den haben wir automatisch drin. Genau wie eigentlich der Luftsprint. Moment. Was? Oder auch nicht? Oh, okay, dann habe ich mich schon mal geirrt. Na. Aber nur damit ihr mal Bescheid wisst. Inzwischen ist das Springen jetzt nicht mehr so simpel. Oder halt nicht mehr so schwierig wie damals. Und hier kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Erklärung zu unserem Doppelgänger. Denn wir haben schon von Anfang an alle vier Doppelgänger. Nicht wie im ersten Teil. Orientiere dich an dem Blattsymbol. Die korrekte Richtung lässt sich an dem Blatt ablesen. Halte als Naruto R1 gedrückt und lass die Taste dann wieder los. Ist ein Blattsymbol in der Nähe, wird dir ein Schattendoppelgänger den Weg weisen. Und das ist auch so eine kleine Verbesserung, was uns im ersten Teil gefehlt hat, na? Und zwar die Doppelgänger hier, die können jetzt einfach mal so sagen, ne, vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Wie zum Beispiel der Naruto da, was hat er denn gefunden? Oh, hat er etwa ein Schild oben entdeckt? Ziemlich praktisch eigentlich. So, und drücke zum Springen beim Laufen zweimal. Ja, das kenne ich schon. Oh, nur hier funktioniert es leider nicht so einfach wie im ersten Teil. Muss ich mich jetzt wieder schön dran gewöhnen, dass es wieder so abläuft. Und ja, Naruto, oder er hat gesagt, der Doppelgänger, hat dieses Schild gefunden und sagt natürlich, wir müssen da lang. Was jetzt in dem Fall eigentlich voll obvious ist, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und wir können jetzt auch noch Rasengan einsetzen. Und ich habe das Tutorial gescrewt. Ich wollte ja noch mehr erzählen. こいつら里にまで来やがった。遅かったか。てめえら、そこを解き上がれ。何を言っても無駄じゃん。こいつら自動傀儡だからな。なんだかわかんねえけど、俺が相手になってやるってばよ。
Und ja, wir haben endlich mal hier so eine Map hier, wo wir in Konohagakure sind. Das hat ja im ersten Teil natürlich auch gefehlt. Und jetzt werdet ihr gleich staunen. Und zwar hatte der zweite Teil Koop-Funktion gehabt. Das heißt, theoretisch gesehen hätte man hier lokal oder je nach Netplay-Feature mit durch einen Emulator, mit dem man das Ganze zusammenspielen können. Aber für meine Verhältnisse hat das leider nicht so richtig funktioniert. Und jetzt, wo man das Spiel inzwischen sogar schon zu zweit durchspielen kann, sind die Support-Charaktere keine Support-Charaktere mehr, sondern feste Charaktere. Das heißt, theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch mit Kankuro das Ganze jetzt einfach abschließen und er hätte sein eigenes Tugendpunktensystem. Was die ganze Sache natürlich viel kniffliger macht. Aber ich werde dafür sorgen, dass die Verteilung der Tugendpunkte ausgeglichen ist. So, und als nächstes sollte jetzt eigentlich gleich die Einführung des Chip-Systems wieder herkommen. Ah, da ist es ja. Und zwar haben wir natürlich wieder die hübsche Erklärung und wenn ihr auch sogar schon die Vorschau da unten ansieht, ist es auf jeden Fall etwas hübscher gestaltet und etwas viel größer als im ersten Teil. Skillchip Schwächen erhalten. Drücke die Starttaste, um in den Camp-Bildschirm zu gelangen. Okay, das ist ein komischer Name. Und öffne dann für die gewünschte Konfiguration den Skillfeld-Bildschirm. Das werden wir dann gleich machen. Und zwar, wie bereits auch gesagt, ne, das Skillfeld ist zwar da geblieben, aber jetzt hat jeder einzelne Charakter, glaube ich, sogar seinen eigenen Skillfeld, ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir für jeden einzelnen Charakter die gleichen Chips setzen können. Das bedeutet also, wir haben keine Limitierung und das müssen uns diese ganzen Chips auch nicht mehrmals kaufen. Und jetzt in unserem Fall, da wir im ersten Teil wirklich Schwierigkeiten hatten, uns ein bisschen auszutoben, sollten die heftigeren Chips, die wir normalerweise haben, wie zum Beispiel das Naruto-Rendern oder das Sengan, jetzt eigentlich auch viel einfacher zu setzen sein, weil diese Triforce-Teile da für die mehrfachigen Doppelgänger, die gibt es hier ja nicht mehr. Und die Skillfelder hier laufen jetzt nach dem Blockprinzip, das heißt, hier kriegen wir auch allgemein keine Dreiecke mehr. Aber ja, na, die Einstellungen sind jetzt fertig. Jetzt sollten wir mit Naruto und Kankuro fähig sein, wieder ein paar Chakra-Kugeln droppen zu lassen. So, was ich jetzt noch schnell auffrischen möchte oder wieder nochmal herausfinden möchte, ob der Cooldown gerade da. Ja, okay. Wenn man den Charakter switcht, ist der Cooldown immer noch da. Gut, aber wir machen jetzt mal ein bisschen Action mit Kankuro. Denn er hat ja auf jeden Fall zwei Jutsus, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Darunter erstmal natürlich wieder diese wundervollen Kunai-Würfe da. Und der Luftschlag, der wie nochmal ging? Ah, okay. So funktioniert der. So, und oh Gott, bei Naruto habe ich ja fast nichts gesammelt. Hier, sammel. Und ich hätte da noch die eine Kiste da kaputt machen können. Komm, kriege ich noch raus. Yes, sehr schön.俺たちの里もこいつらにやられたんだ。砂隠れがやられた。ああ、風の国を襲うのに俺たちが邪魔だったんだ。こいつら里の戦力を先に叩いておいて国中を悠々と荒らし回りやがった。マジかよ。風の国だけじゃねえ、水の国、雷の国、土の国。 こいつら白金一族のせいでな。白金一族<笑>その通り。そして最後は火の国というわけだ。ああ、あいしょ、 喋ったってばよ。落ち着けって。体内のからくりが誰かの声を伝えてるだけじゃん。彼らの目的はただ一つ、火の国にある念珠をもらい受けに来た。念珠？なんだよそれ。しらを切るつもりか。ならば腕ずくで。 俺も聞きたいね。その念珠とは何だ。里を襲ってまでそいつを手に入れようとする理由は。まだしらを切るか。
頑張ってもよいのだと。できるならやってみろ。里を守るためなら木ノ葉の忍びはみんな命がけで戦うぞ。それを相手にする覚悟はお前たちにあるのか。 どうやら届けているわけではなさそうだ。木ノ葉の忍びならいち早く念珠を確保していると思ったが、里の上人が知らんのなら、これ以上聞いても時間の無駄だな。だから念珠って何なんだってばよ。まあよい、いずれ必ず見つけ出してやる。 待ちやがれ。よせナルト、顔が危険だ。それより砂隠れの里が襲われたと聞いた。ああ、詳しいことは木ノ葉の火影に報告するじゃん。わかった、案内しよう。 そうか。では砂隠れの被害は致命的ではないんだな。不意打ちを食らったから結構やられはしたけど、そろそろ復旧作業が始まってる頃じゃ。あいつら一体何なんだってばよ。長老たちの話じゃ、白金一族は傀儡使いの小さな集団だそうだ。あの地道傀儡は 白金一族独自の技術らしい。もっと一族はとっくの昔に滅び去ったって話じゃん。つまり生き残りが今になって動き出したわけか。ああ、念珠とかいう宝玉を集めるためにな。念珠ね。確かにあの傀儡の使い手もそれが目的だったようだ。念珠ってのは 五大国に一個ずつあるらしい。あいつら風の国からも念珠を奪っていきやがった。なもん集めてどうしようってんだ。あのトカゲ型の傀儡を操ってるやつはこう言ってたぞ。5つの念珠が全て揃った時、一国をも滅ぼせる力を持つ 究極の傀儡が復活するってな。究極の傀儡？それが本当なら五大国全ての脅威になるぞ。どうすんだよばあちゃん。なんとかしねえとやばいってばよ。お前に言われなくても分かってるよ。すぐに対策会議を招集しよう。作戦が決まり次第ナルト、お前にも働いてもらうよ。あっ、 So, und damit haben wir den Prolog abgeschlossen und uns dementsprechend einen Überblick der Situation verschaffen können, was hier eigentlich gerade los ist und mit was wir es hier eigentlich zu tun haben, ne? Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt auch abspeichern. Und ja, ich werde auch erstmal an der Stelle den Part beenden, denn so gut ich jetzt weiß, ne, wenn wir abgespeichert haben, werden wir uns gleich dann noch zum Aufwenden rübergebracht und dann noch zurück zum Menü gekickt. Aber natürlich möchte ich euch noch zeigen, wie das Aufwärtssystem überhaupt aussieht und ob wir überhaupt noch genügend Tugendpunkte haben, um überhaupt was verteilen zu können. Von daher, ja. So, ich möchte jetzt erstmal rausfinden, wie komme ich wieder zurück, ne? Nochmal bitte. Ah, da haben wir es ja. Möchtest du aussteigen? Diese Frage kommt so ziemlich immer, wenn wir zum Beispiel entweder so einen Zwischenpunkt erreicht haben oder ein Kapitel abgeschlossen haben. Aber das können wir auch eigentlich sogar selber auswählen. Und da wären wir jetzt zu diesem System. Im Vergleich zum ersten Teil können wir jetzt nicht nur die Gesundheit oder auch unser Chakra weiter erhöhen, sondern können jetzt auch unsere Basiswerte von Angriff und Verteidigung, sei es jetzt im Taijutsu oder Ninjutsu-Style, auch aufwerten. Dementsprechend, naja, ist es im Vergleich zu diesen Boost-Chip-Items, das wir im ersten Teil hatten, jetzt etwas viel, viel schwieriger hochzubringen. Und außerdem haben wir auch hier, wie ihr auch sehen könnt, eine Limitierung.
welches bei den anderen Charakteren auch etwas unterschiedlich dargestellt worden ist, wie zum Beispiel bei Kakashi oder Kankuro. Kankuro hat ja zum Beispiel sogar schon 2 Boosts im Voraus gekriegt, warum auch immer. Und ja, wie es auch gerade aussieht, haben wir nicht gerade genügend Tugendpunkte, um überhaupt einen Wert von irgendeinem Charakter zu verbessern. Vielleicht hätte ich das mit Kankuro echt auslassen müssen, hätte ich daran gedacht. So, aber ich würde mal sagen, ne, wir beenden die erste kleine Session schon mal jetzt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Solltet ihr Interesse an diesem Projekt gefunden haben, könnt ihr mir das gerne mit einer Bewertung und mit einem Feedback dalassen. Und wir werden uns ab der nächsten Aufnahmesession Richtung Kapitel 1 wagen. Und bis dahin, tschüss, ciao und bis zu den nächsten Sessions. Adios!